Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werden über dieses Gesetz abstimmen. Und ich bitte Sie, jede und jeden Einzelnen in diesem Haus, überlegen Sie sich, was wäre, wenn es Ihr Kind wäre. Nein, Sie brauchen, ich nehme an, auch Sie haben Kinder, für die Sie Verantwortung haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und wenn ich mir vorstelle, eines Ihrer Kinder würde irgendwo im Kriegsgebiet warten und Sie könnten es nicht nachholen, dann würden selbst Sie mit Ihrer menschenverachtenden Parolen hier, selbst Sie würden sagen, ich tue alles für dieses Kind, meine Damen und Herren. Und ich will... Nein, das AfD-TV, ich lasse keine Fragen zu. Sie können das machen ohne uns. Aber ich will... Ich will auch die Kolleginnen und Kollegen von der CSU, christlich und sozial nennt sich diese Partei ja, einmal fragen, wie kann es eigentlich sein, dass Sie die Frage, ob Familien zusammenkommen können, ob Kinder in den Flieger steigen können und sicher nach Deutschland können, das machen Sie zur Gretchenfrage einer Koalition, das machen Sie zur Gretchenfrage für dieses Land. Das ist doch nicht christlich, das ist doch nicht sozial, das ist doch komplett absurd, meine Damen und Herren. Wenn Sie heute Morgen hier vor dem Bundestag gesehen hätten, dass da eine Reihe von Demonstrantinnen und Demonstranten standen, mit denen ich unter anderem geredet habe. Dort waren zwei Jungs aus Syrien, 8 Jahre und 6 Jahre alt. Diese beiden Jungs sind hierher gekommen mit ihrer älteren Schwester. Und ihre Eltern sind nach wie vor in Syrien. Und sie sind genau dort in Syrien, wo gerade die Türkei mit deutschen Panzern angreift. Und ich habe diesen beiden Jungs versprochen, dass ich das hier sagen werde, dass ich ihnen das hier sagen werde. Diese beiden Kinder warten seit 2 Jahren darauf, dass Mutter und Vater zu ihnen kommt. Es wäre doch alles andere als unmenschlich, wenn man nicht sagen würde, ja, selbstverständlich müssen die Eltern dieser beiden Jungs, die hier draußen standen, die schon Deutsch gelernt haben, die alles daran setzen, hier anzukommen, die alles daran setzen, hier in Frieden zu leben, die brauchen doch Mutter und Vater. Ist doch absurd zu sagen, vielleicht ist das ein Härtefall oder vielleicht eben auch nicht, meine Damen und Herren. Und sie schaden dem Ansehen dieses Landes. Sie schaden aber auch dem Rechtsstaat. Die Leute da draußen haben nämlich ganz sicher gewartet. Die waren auch ziemlich ruhig die ganze Zeit. Denen hatten sie nämlich gesagt, in 2 Jahren geht es wieder. Aber die haben sie betrogen. Und jetzt fragen sie, wieso bin ich eigentlich hier in einem Rechtsstaat angekommen, wo mir alle immer sagen, ich muss mich an Recht und Gesetz halten. Ja, selbstverständlich, das wollen die. Und jetzt werden sie betrogen. Jetzt wird ihnen gesagt, nee, April, es ist doch nicht so. Wie können Sie eigentlich auch noch dem Rechtsstaat, dem eigenen Rechtsstaat, das, worauf wir so stolz sind, auf diese Art und Weise schaden? Liebe Union und liebe SPD, ich verstehe es einfach nicht. Frau Kollegin Göring-Eckardt, ich habe richtig verstanden, dass Sie Zwischenfragen der AfD-Fraktion nicht beantworten wollen. Vielen Dank. Ja, und Herr Dobrindt hat ja leider recht. Herr Bartsch hat darauf hingewiesen. Herr Dobrindt hat sehr klar gesagt, die neue alte GroKo schafft das Recht auf Familiennachzug ab. Genau darum geht es. Es geht darum, aus dem, was eigentlich Völkerrecht ist, aus dem, was eigentlich selbstverständlich mit unserem Grundgesetz vereinbar sein muss, nämlich der besondere Schutz von Ehe und Familie, das schaffen Sie ab. Und Sie machen daraus nicht mehr ein Völkerrecht, nicht mehr ein Grundrecht, Sie machen daraus jetzt ein Gnadenrecht. Und ich finde, bei Familie kann es kein Gnadenrecht geben. Und lieber Herr de Maizière, Sie sagen hier am Anfang, wir sollten doch mal darüber nachdenken, dass es ein bisschen Barmherzigkeit geben soll. Und dann machen Sie lange Ausführungen darüber, was bei Wikipedia über Kompromiss steht. Haben Sie vielleicht mal nachgeguckt, was bei Wikipedia über Familie steht, meine Damen und Herren? Darum geht es doch. Es geht doch nicht um irgendeinen Kompromiss, es geht doch um Familie und Kinder hier. Nein, ein bisschen Barmherzigkeit gibt es nicht. Und Härtefälle sind eben Härtefälle. Und es ist sehr nett, Herr Gabriel, dass Sie auf die Anmerkung von Frau Amtsberg hier durch den Saal gegangen sind. Ich nehme an, es gibt auch Fotos davon und wollten sich diesen einen Härtefall noch mal genau anschauen, ob Sie nicht doch etwas tun können.
Aber genau das ist doch der falsche Ansatz. Was ist denn ein Härtefall? Sind diese beiden Jungs da draußen ein Härtefall? Muss man schwerstbehindert sein? Was auch immer. Nein, jeder einzelne Fall, wo Familien getrennt sind, wo Kinder von ihren Eltern getrennt sind, wo Geschwister getrennt sind, jeder einzelne dieser Fälle ist doch ein Härtefall. Das ist doch die Wirklichkeit, wenn es um Familien geht, meine Damen und Herren. Und Frau Höge, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie das alles dann machen wollen unter der Berücksichtigung der Kinderrechtskonvention. Das kann man nicht. Man kann nicht ein bisschen die Kinderrechtskonvention berücksichtigen. Die Kinderrechtskonvention gilt, das ist der Unterschied, sie gilt für jedes Kind und nicht für 1000 oder nicht für 1000 plus 97. Für jedes einzelne Kind gilt die Kinderrechtskonvention. Und das ist das Problem, was Sie geschaffen haben mit Ihrem sogenannten Kompromiss, meine Damen und Herren. Ich will Sie am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich meine, man kann ja viel darüber reden, auf welche Art und Weise Sie da verhandeln und was uns wahrscheinlich bevorstehen wird mit dieser Art von großer Koalition, kleine Koalition, kann man ja nur sagen. Sie knicken ein in der Familienfrage. Du liebe Güte, Sie stellen eigentlich hier sogar immer noch die Familienministerin. Ich frage, wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen? Sie sind noch in keiner Koalition. Sie können heute hier zeigen, dass es Ihnen wirklich um die Familien geht. Sie können heute hier zeigen, indem Sie diesem unsäglichen Kompromiss, den Sie gemacht haben, den Ihre Führung gemacht hat, nicht zustimmen. Jeder Einzelne von Ihnen kann heute entscheiden, ich setze mich ein für die syrischen Familien. Ich setze mich ein dafür, dass jedes Kind das Recht hat, mit seinen Eltern zusammenzuleben. Ich setze mich dafür ein, dass die Frage, was wäre, wenn es mein Kind wäre, beantwortet wird mit ja, ich würde alles tun dafür, dass diese Kinder hierher kommen können, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Braun.